So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Angezahlt. Wir spielen ja Super Ninja Boy für das Super Nintendo, eine deutsche 30% Übersetzung etwa. Mit dabei ist der Kibbel hier als Kommentator. Jo, hallo hier so. Und das ist ein Service von uns für euch, damit ihr mal in die Spiele reinschnuppern könnt, ohne gleich ins Klo zu greifen. Genau. Ja? Super Ninja Boy, übersetzt vom M3ZZ, glaube ich, was, ne? Oder? Steht jetzt hier. Warum steht? Ja, es tut mir leid, da habe ich nicht geguckt. Aber wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel rein. Genau, wir gehen erstmal rein. Ninja Boy von Mit Passwort. M3ZZ übersetzt, genau. Da hat es 30% zumindest. Lass uns anfangen. Ja, ich habe jetzt selber auch noch nicht reingeguckt. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt hier erwartet und ob wie Ja, qualitativ gut diese Kibbel. Übersetzung ist. Habe Kibbel. ich keine Ahnung. Kibbel. Ja? Gehst du ab und zu mal ein bisschen weiter weg von deinem Mikrofon? Warum? Weil du manchmal lauter und mal leiser wirst. Nee, überhaupt nicht. Das ist immer genau da, wo es immer ist. Okay, komisch. Warte mal. Dann gehe ich mal eben ins Teamspeak und mache dich mal ein Häppchen lauter. So. Also, übersetzt vom M3ZZ, wie gesagt, ich habe selber noch gar nicht reingeschaut. Mal sehen, wie qualitativ hochwertig diese Übersetzung ist, aber jetzt sieht es ja ganz gut aus. Wir fangen einfach mal an. Ja, auf normal. Lebensfrohe Leute leben glücklich in China. Aber eines Tages zieht Ärger im Land auf. Alter, das sieht aber aus wie großer Etwas Ärger, ja. Ärger. Eine mysteriöse Raumschiffflotte bedeckte Chinas Himmel. Oh mein Gott. Was? Ein 3D-Bild am Himmel? Im Himmel? Was? Ein 3D-Bild im Himmel? Hä? Das Ein Kontext? Hologramm. Ein Digga, Hologramm, er ja. meint ein Hologramm aus Ja, vermutlich, ja. ein 3D-Bild im Himmel. Hallo Menschen von China. Habt keine Angst. Wir sind auf einer. Was? Ein Universellen 3D-Bild. Friedensmissionen. 3D-Bild, ein Hologramm, mein Freund. Also M3ZS. Hologramm. Ich bin Anführer Rapidoc. Geiler Name. Wir bereisen das Universum, um Frieden zu säen. Heißt das Rubbel ein Hund oder was? Rapid Dog? Rapid Doc? Ja, Rapid Dog, irgendwie. Rubbel ein Hund oder so, ne? Nee, ist ja schon ein bisschen. Menschen aus Oh. China, lasst uns für universellen Frieden kooperieren. Ich meine, ich kenne Rubbel die Katze oder so, aber. Rubble the Dog. Rubbel the Ist Dog. jetzt Rubble Dog. Ah nee, Doc von Doktor wahrscheinlich. Rubbel den Doktor. Ja, Rubbel Wahnsinn. den Doktor. Jawohl. Eine universelle Friedenskonferenz wurde zwischen Rubble Dog und dem Kaiser Qin gehalten. Der Kaiser. Rubble Dog wurde gefeiert. Er bereist ganz China, um für Frieden zu werben. Was für ein Sinn. Yay. Es war ein Hype um ihn. Okay. Wenige Monate später verließ die Flotte und der Rubber Dog Hype China wieder. Jetzt wissen wir's. Rubber Dog. Dann kehrte Ruhe ein. Können wir jetzt nicht mal loslegen? Ja, ne? Jack, I heard some troubles have happened in the Capital City, Yokan. Und dann sagt Ryu. Die sehen beide gleich aus irgendwie, oder? Ja, ne? Sind Zwillinge. Okay, alles klar. Ruhe sagt dann, They were crazy about peace a little while ago, but troubles now. Anyway, it looks Also hier. like we got a job to do. Let's go to Yukon. Ha, Also Yukon. 30%, ich würde sagen 10%. Wow, ist das Keine ein Höhe. Rollenspiel? Ich habe keine Ahnung. Ich Gegner habe sind echt keine aufgetaucht. Ahnung. Ich habe null Ahnung. Das ist ein Rollenspiel. Ich attackiere jetzt den Gegner. Wow. Gegner sind aufgetaucht. Wow. Was ist jetzt los? Alter, das ist ein. Es ruckt. Also, es fühlt sich an, als ob es ruckelt. Aber es ruckelt sich nicht. Weißt du, wie an was du Schütze drin? Gunball Goemon, man. Ist genauso aufgebaut. Wow, ey. Bloß ohne Warten. der 3D-Map. Das ist ja mal hart. Das für Spiel, ey. Boing, Klick. Kaputt. Action. Boing Flip. Flipkick. Action Man. Du erhältst 10 Erfahrungspunkte und 20 Cent. Was? Zen. Zen. Ist das jetzt hier 20 Kaioken oder Cent. sowas? Ist die, wo wir Keine hinwollen? Ahnung. Jetzt ist es so eine Mischung aus Rollenspiel und Brawler. Ja, ne? Das ist so Gunball Goemon. Only a few hard workers go out with girls. I wish I could go. Okay, das ist keine 30% Übersetzung, wenn ich meine Anfang übersetzt hätte. Welcome to Yukon. What's too Nee. bad? That's too bad. He's Wird going er sein. away. Oh my God. Ist höchstens I 10%. wanted to see him before he leaves. Ja, höchstens 10%. Ja.
He's Tommy a nice, Häuser? He's a nice man. I'm in love with him. I'm too old for him, Doc. Talk. Haben wir die Häuser irgendwie? Ja, ich guck mal hier in so ein Haus rein. Ja. Okay, cool. Hi. Dies ist der Verbrauchermarkt. Ach, der Typ aussieht geil. Du erreichst die nächste Stufe, sobald du 8 Erfahrungen erhältst. Kann ich helfen? Beleben, Spielmodus, Passwort raus. Wow. Auf Wiedersehen. Oh, hier geile Schnitte. Many men were taken and my boyfriend was one of them. I'm very lonely. Oh, Mann. Okay, ich gehe jetzt hier. Ich versuche jetzt hier so schnell wie möglich mal irgendwo anders drin zu gehen, damit man ein bisschen mal was vom Spiel her noch sieht. Ja, wir haben ja jetzt die Stadt gesehen, genau. Also, oh, das ist ein Rollenspiel mit Brawler und Passwortsystem. Jo, kann man so sagen, erstmal. Von dem, was wir sehen. Emperor Shin sagt, I'm in big trouble. What's the matter, your highness? Robbers from Mount Sandpin in the east broke into the town and took jewelry. Also sind wir jetzt in die nächste Stadt, oder wie? I don't know what to do. Don't worry, take care of them. Go see a prophet in the back of this place. He's quite good. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem Prophet. He's quite good. He's a good man. He's a good boy. A really good boy. Oh mein Gott, wie die Viecher aussehen hier in dem Spiel. Das ist Notre-Dame-us. Notre-Dame-us ist klar. I'm Notre-Dame-us, a great fortune teller. I'm here to help you. Well, can we trust this crappy looking old man? What are you mumbling about? I foretell your future now. Oh my god, I cannot speak very good English. My German is better. Yeah, it's better. Weil haben sie echte Drogen genommen oder so, keine Ahnung. You have an important bla bla. Mountain on the highway gate for Rick and bla. Escape leaf. Believe words, mister, thank you. Remember, my name is Nostradamus. Great. Nostradamus. Nostradamus. Okay. Warte, dass der M3 etc. nicht weitermacht. Das sieht lustig aus. Ah, warte mal. Fällt dir gerade noch ein Text, ja. Input? Ne, der Input. Man kann im Spiel einfach nicht schräg laufen. Ja, und? Ja, ist komisch. Ist halt komisch. Es fühlt sich merkwürdig an, sagen wir es mal so. So, ich gehe hier einfach mal raus und dann gehen wir noch ein bisschen kämpfen. Da gab es noch ein sehr interessantes Spiel, auch für Super Nintendo, wo man, das ist so ein Strategiespiel, wie ein Tower Defense im Prinzip. Ja. Und wo sozusagen die Mission ist, dass man da Dungeons aufbaut, um die Welt zu retten. Echt? Ja, sag dir das was? Dungeon aufbauen, Welt retten. Da oben ist eine Höhle gewesen. Echt? Ja. Gegner sind aufgetaucht. Ja, wir müssen zur Höhle. Ja, ich muss jetzt erstmal hier benutzen. Coole Gegner. Bam, bam, bam. Coole Gegner. Heuer, Token. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Chakaduka. Coole Gegner. Du hältst 10 Erfahrungen und 20 Unsen. Stufe aufgestiegen. Ja, du bist jetzt der King. So, die über der Stadt war jetzt eine Höhle. Best Brawl. Ja, der über der Stadt. Oh, jetzt kommt schon wieder der nächste Gegner. Egal, ich mach ich platt, Alter. Ei, rennen. Oh nein, sie holen uns ein. Fuck. Wieder dieselben Gegner. Nein, sie holen uns ein. Kill ihn. Fressen ey dazu, geil. Ist irgendwie ganz witzig. Oh, jetzt sind wir im Dungeon. Denke, dahin sollen wir doch. Boah, was geht ab? Gegner sind aufgetaucht. Oh nein, sie holen uns ein. Achso, ich drücke mal auf Nein. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, was mir das da bringt, aber ich mach's einfach. M5. Doch, da gibt's irgendwas. M5. Level 2? M5. Was auch immer M ist. Weiß ich auch nicht. AP 2 Striche.
Heißt das zwei Schritte oder was? Ich hab den runtergeworfen! Echt? Geht das? Jawohl, geil. So muss sein. M5 hat's ja noch. Du hältst 22 Erfahrungen. Wir gucken uns für das Menü. Was haben wir denn für coole Items? Items M5. Von Jack, keine Magie. Ein Fluchtblatt. Equip. Hör zum Fliegen! Fliehen! Status. Na gut. Jetzt, ja. Also ich schätze mal. Jawohl. Wahnsinn. La la la. Wow, Gegner sind aufgetaucht. Okay, den greife ich doch mal richtig dick an, ey. Hau Duken machst du jetzt. Hau den Duken. Hast du immer noch M5? Hat er sich gemerkt. Magic, vielleicht. Oh. Oh, das war's. M5, Magie 5? Könnte sein, dass es MP sind oder so. Ich weiß nicht. Stufe aufgestiegen, aber wir haben auch noch keine Magie. Nee. Papi hast auch. Ich kann mal L und R verwenden im Kampf. Mal sehen, was das macht. Ja, special. Meinst du, dass der das weiß? Weiß nicht. Das Special Mensch. Also wir werden auf jeden Fall hier mal jetzt die Hülle noch durchgucken und dann haben wir es doch schon. Nee, L und R macht anscheinend nichts. Aber ich kann da nicht mal im Ich wollte noch so eine Fragezeichen aufsammeln. Ja. Ja, das Problem ist. Ja. Das Problem ist, dass es kein Problem gibt. Nee, guck, jetzt ist der Kampf vorbei. Das heißt, entweder lasse ich mich ja voll in die Fresse hauen oder ich hole mir die Dinger. Oder ich mach die Gegner platt, meine ich. So, jetzt sind wir durch den Gang durch. Cool. Geh durch. Boah, Alter. Diese Random Encounter. Randoms. And malware. Oh, lol. Bitte. Oh, hier. M6. Ah, ja. Eins hast du dazugekriegt. Wie greifen die mich nicht an, ey? M7. Jedes Mal so ein M dazu, was das sein soll. Weiß ich nicht. Was anderes hast du bis jetzt auch noch nicht gekriegt. Immer nur so ein M. Mhm. Tja, du willst 24 Uhr fahren. Hast du mitgekriegt, da oben an Zeit festgesteckt? Mhm. Also, falls hier jemand was mehreres zu dem Spiel weiß, der kann sich gerne melden. Ja, genau. Vielleicht ist das ja echt ein Geheimtipp. Also, es macht Spaß, aber ich sehe jetzt in dem Spiel noch keinen Sinn, ehrlich gesagt. Oh, Dollars! Ich auch. Was? Donners. Auch nichts hochgegangen. Einfach nur Geld wahrscheinlich. Wieder Donners. M. Oh, ja, guck, ey. Jetzt habe ich schon 10 M. Und NP 0. Ein HP. 2 Striche. Ja, das ist irgendwie eine merkwürdige Anzeige, hä? Ja, ja, die Anzeigen sind nur untypisch. Atypisch. Oh, ich konnte gerade noch wegrennen. Was kurz wegrennen war. Aber die Anzeigen sind wirklich untypisch für so das Spiel. Ja. Immer anders. Warum stockst du immer so? Das weiß ich nicht, warum, was das jetzt gerade war. Ich hab einfach nur nach unten gedrückt. Als ob da eine unsichtbare Mauer gewesen wäre. Oh, ich bin vor dem Hund weggelaufen. Ha! Witzig. Ach ja, das soll ein Hund sein. Ja, oder so ein Drachenkopf. Ja, oder so. Oh, da war eine Stadt oder sowas. Die hole ich mir. Cool. Ja, komm. Will der jetzt Labyrinth da, ja? Ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Juhu. Goldets Labyrinth. Oh, der Gegner versucht mich jetzt zu schlagen. Oh, die hat mich kaputt gehauen. Die haben mir übelst einen reingedroschen, ey. Ich konnte nichts machen.
Ich bin noch am Leben, keine Angst. Auch nicht mehr lang. Aber ich habe keinen HP-Strich mehr. Nee. Aufpassen, ja. Sehr merkwürdig. Du hältst 22 Erfahrungen und 44 Isen. Da ist eine Stadt. Mach schnell in den Inn. Zack! Yes, die sehen aus wie Lotte Krillins. Rick is in the Fortress Temple. Please come in. Nein, da. Item. Itemladen. Willkommen. Wie kann ich dir weiterhelfen? Süßbrot. Ja, haben wir genug reingeschaut, wa? Das ist ja also ein Artball-Spiel. Drachenei, Fellhandschuh. Wow. Ja. Oder? Okay, wir haben genug reingeschaut, würde ich sagen, ja. Aber. Ja, also Rollenspiel. Wow. Könnte tatsächlich ganz interessant sein, wenn man sich so ein bisschen vielleicht reinfindet erstmal in das Spiel. Oder vielleicht. Also es wundert mich nicht, dass es hier nicht in die westliche Welt geschafft hat, vermutlich. Ja. Ist auch bestimmt lustig, weil die Dialoge sind auch teilweise recht lustig. Mhm. Warte, dass er erst so unterbrochen worden ist irgendwie. Fällt mir nicht gerade. Man hätte auch die Umlaute einfügen können. Also. Ja. Ja, vielleicht findet sich noch jemand, der das mal ein bisschen weitermacht. Ja, wir werden das Video auf jeden Fall mal ein bisschen an den Mann bringen, wenn es dann released wird. Wir haben ja schon mal einen guten Einblick gezeigt. Endboss ist zwar jetzt nicht, aber man sieht ja trotzdem an den Dialogen, dass es doch sehr witzig ist. Jo. Genau. Also war krass. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und bis zum nächsten Angezockt. Genau. Yeah. Macht's gut, bis dahin und schau's dann. Bis dahin. Juhu.